Überall hier in der Gegend hört man ja von Überfällen und schlimmen Aktionen. Zum Beispiel Tiere und Menschen werden angegriffen und erleiden schlimme Bisswunden am Hals. Und das ist ein Gerät, womit man die Vampire dann aufspüren kann. Wenn Vampire in der Nähe sind, dann spielt der Kompass verrückt. Es gibt auch ganz kleine Vampire. Was ist los, Kleine? Warum bist du traurig? Lass mich in Ruhe. Die sind so niedlich. Was ist los? Alle drei haben mich gebissen. Danach schwebte ich 2 Jahre in Lebensgefahr. Vampire muss man töten. Erst recht, wenn sie klein sind. Eine richtig gute Falle, dafür braucht man Erfahrung. Ich habe jahrelang versucht, die richtige Kombination und das richtige Equipment dafür zu sammeln. Und was ich dafür benutze, ist Mausefalle mit verstärkter Titanfeder und qualitativ hochwertiges Blut. Wenn man die richtige Technik hat, dann kann man eigentlich jeden Vampir töten. Man darf aber keine Angst haben, weil Vampire können riechen, wenn man Angst hat. Und dann werden sie richtig gefährlich. Blut. Ich hatte die beiden Vampire doch so gut wie in der Tasche. Doch dann kam meine Kollegin. Es nervt langsam, dass sie immer Alleingänge macht. Und jetzt haben wir sie wieder verloren. Typisch Frau halt. Mein Kollege legt die perfekten Fallen. Aber mit der Kommunikation, da hapert es noch ein bisschen, weil er informiert mich einfach nicht, wenn er irgendwo eine Falle auflegt. Und naja, das ist ja irgendwie typisch Mann, ne? Ich sterbe vor Durst. Ich auch, aber wir können nicht sterben. Warum müssen die Kinder dauernd so dieses eklige Biozeug essen? Das, ja, das ist matschig und widerlich. Ja, das ist einfach nur total... Seid ruhig und lasst mich schlafen. Du hast jetzt 700 Jahre geschlafen. Das reicht jetzt. Und außerdem solltest du ein bisschen Blut trinken. Ich will nicht. Du musst aber groß und stark werden. Aber die Kinder essen nur noch Bio. Echt jetzt? Das ist einfach nur total widerlich. Du nervst. Lass ihn. Aber ich glaube, dieser Kleine könnte man doch gut zum Essen nehmen. Ich esse. Freunde, darf man nicht essen. Ich will nicht mehr ein Vampir sein. Man kann sich nicht im Spiegel angucken, man kann keinen Lidschatten drauf tun, man kann sich nicht schminken. Es ist immer viel zu dunkel und langweilig. Es ist einfach nur doof. Ist das echt das Blut, was ihr da trinkt? Wollt ihr mal probieren? Schmeckt nach Traube oder Kirsche. Wie ist es eigentlich beim Beißen? Tut es sehr weh? Wir sind echt gefährlich. Das glaube ich euch nicht. Ihr seid im falschen Jahrhundert aufgewacht. Vampire sind out. Wir sind out? Da irren Sie sich. Sie sind out. Gucken Sie sich doch mal an. Die Tageszeitung von heute. Seht ihr? Griechenland, Fußballstars, Fernsehpromis. Steht hier irgendwo was über Vampire? Steht hier nur Vampire drin? Die sind echt gemein. Sie haben nie ein Herz für Vampire, obwohl ich total nett bin. Macht euch nichts aus. Schlaft doch einfach weitere 700 Jahre. Und wenn ihr dann aufwacht, seid ihr vielleicht wieder in. Erzählst du uns noch eine gute Nachtgeschichte?
Es war einmal ein kleiner Vampir mit einer blitzförmigen Narbe auf dem Kopf. Dieser Vampir hatte wuscheliges Haar und lebte bei seiner Tante und seinem Onkel. In der Schule konnte ihn keiner leiden, weil er ein merkwürdiger Junge war. Als er eines Tages erfuhr, dass er Zauberkräfte hatte, kam er auf eine spezielle Zaubervampirschule. Der kleine Vampir hieß Harry Potter. Und jetzt wollt ihr schlafen, denn ihr seid sehr müde. Sehr, sehr müde. Es ist ein einsamer Beruf, Vampirjäger zu sein. Normale Bürger wissen es. Da, wo es Jäger gibt, da gibt es auch Vampire. Deswegen meiden sie uns halt auch. Das ist das Problem. Es gibt zwar Freundschaften unter Kollegen, aber selbst die können mit einem Biss zu Erzfeinden werden. Es herrscht nun wieder Ruhe. Keine Vampire hier in der Gegend. Aber man kann nie wissen, denn hinter der Wand lauert die Gefahr. Thank you.